So, sammeln Sie 500 Seelen für Wulgrim. Gut, dann sammeln wir mal schön. Ach ja, den Vorratssucher. Da sehe ich jetzt hier mal auf der Karte die ganzen Truhen. Ich will jetzt meine Karte wiedersehen. Also an der Seite. So. Ah, jetzt ist es wieder sehr da. Jetzt ist sie wieder da, sehr schön. So. 264 von 500 haben wir schon. Na, okay, so. Dann machen wir mal kaputt. Obwohl, von denen kriege ich auch nicht so viel. Ich suche mir jetzt erstmal alle Hydranten. Na, ja, denn wenn ich nämlich hier alle Hydranten zerstöre, kriege ich auch noch eine Truhe. Das habe ich einfach rausgefunden, weil ich damals, als ich das Spiel zum ersten Mal gezockt hatte, voll Lust hatte, Hydranten zu zerstören. Wie das halt immer so ist. Oh, da kommt einer. Den mache ich fertig. Den mache ich sowas von fertig. Oh, gut, blocken. Stimmt, ich glaube, das habe ich in dem Spiel bisher fast nie benutzt. Das ist voll schlimm. Ist wahrscheinlich ziemlich elementar oder dadurch würde es wahrscheinlich um einiges einfacher werden, aber. Tja, ich habe das halt eben meistens nicht gemacht. So, laufen auch die ganzen Dinger hier rum. Und so weiter und so fort. Oh, da ist wieder ein Fetter. Uiuiui. Jetzt bin ich alle in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf Schaden kriegen. Boah, Alter. Alter, Scheiße. Ich hau erstmal ab. Dann ist ne, ist doch geil. Vor allem, der hat mich einmal getroffen, hat mir ein komplettes Leben abgezogen, quasi. Heftig. Tja. Tschüss. Voll verarscht. Ja, ich komme gleich wieder hoch zu euch. Kann gleich weiterspielen. Genau, was ich glaube nicht, wa? Ne, gut. Na, wollt ihr aufs Maul? Finish him. Alle kaputt machen. So. Sehr gut, dass der Fette hier nicht mit runtergekommen ist. Ist doch schon recht praktisch. Wenigstens ein bisschen Ärger erspart. Vor allem, ey, der nervt voll. Aufs Maul. Lass mich weg, lass mich weg! Boah, Alter. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, ich bin nicht irgendwie ängstlich oder so. Ich bin ganz Herr der Lage. Das auf jeden Fall. Wann darf ich den endlich mal finishen? Wie oft soll ich da denn noch aufkloppen? Meine Güte. Ah, endlich geil. Jetzt habe ich zwar die 500 Seelen schon voll, aber ich werde hier trotzdem noch alles abgrasen. Wir haben jetzt genug Seelen, um Wulgrims Hunger zu stillen. Vielleicht kann er jetzt unsere Neugier Ja, stillen. das bestimmt, aber lass mich erstmal hier durch die Gegend. Okay, eigentlich brauche ich hier die Truhe da unten nicht, aber ich will ja keine Truhe auslassen, wenn ich eine sehe. Ich weiß ja nicht, ob es da irgendwie so eine Art Achievement oder so dafür gibt. Hallo. Weiß mir eigentlich auch egal. Ich will einfach nur der Vollständigkeit halber alle Truhen mitnehmen. Und alle Hydranten zerstören. Mache ich gleich weiter, wenn ich hier fertig bin. Da hinten gibt es auch noch eine Truhe. Na, willst du aufs Maul? Kannst du gerne haben. So. So, und diese blauen Punkte da, die, falls euch die aufgefallen sein sollten, obwohl es natürlich auch sein kann, dass, hoch, dass viele das Spiel schon kennen, ich meine, das ist ja auch nicht mehr so neu. Aber da kann ich halt erst später hin mit neuen Fähigkeiten. Da gibt es irgendwo noch Hydranten, glaube ich. Da hinten noch war, glaube ich, ein oder zwei.
Aber okay, Hydrant, Hydrant, Hydrant. Wo ist denn hier ein Hydrant? Ich will deinen Arm. Fettenviecher, lasst mich alle in Ruhe. Oh, nö. Was dachte ich gerade über fette Viecher? Kommt gleich das nächste angelaufen. Ist das eigentlich gar nicht mein Ziel, mal so auszuweichen? Das ist doch schlimm. Ich bin eigentlich immer der, der einfach nur blind draufhaut. Bin ich gerade sehr galant, könnte man sagen. Aber ich muss hier ausweichen, sonst bin ich wirklich am Arsch. Oh ja. Wie man sieht. Der haut nämlich doch schon ziemlich rein. So. Alter, man darf. Alter, scheiße. Sie haben die noch erwischt. Keiner. Jawohl, finish, finish, finish. Oh, geil. Oh, meine Güte. Ah doch, ich finde das Spiel schon ziemlich geil. Das ist schon teilweise ein Stückchen blutig. So ein ganz bisschen. Also jetzt habe ich alle Hydranten zerstört, jetzt habe ich da noch eine Kiste gekriegt. Mal ganz cool. Ach, das ist hier dran. Ich dachte, was sitzt denn da für eine Taube rum? Die sieht ein bisschen komisch aus. Aber nein, da war es nie dran. So, lauf schneller. Schneller. Hä, hä. Krähen gibt es hier, die geben gleich auch Leben. Ja. So war das. Ich will da noch nicht lang. Ah, ich wollte noch nicht mit ihm reden. Na, okay. Hinter dem Tor musst du Samaels Gefängnis suchen. Einst war Samaels Macht fast so groß wie die des dunklen Prinzen. Manche sagen sogar, er sei eine Bedrohung gewesen. Du wirst feststellen, dass er kein Freund des Zerstörers ist. Heißt aber noch lange nicht, dass er mein Freund ist. Komm zu mir, wenn du noch mehr Seelen gesammelt hast. Ich wollte ja gerade noch mehr Seelen sammeln. Ich werde dich dafür entlohnen. Oh, das klingt falsch. Egal. So, jetzt gib mir da die Truhe, die ich mir mühselig erarbeitet habe. So, der Erdrufer, ein meisterhaft gearbeitetes Horn, dessen Ruf uralte Tore erweckt. Drücken Sie Mausrad, um das Horn zu benutzen, wenn Sie es tragen. Manche Lebewesen werden vom ohrenbetäubenden Ruf des Horns auch zurückgestoßen. Ja. So. Musst du noch erst ausrüsten, ey, so. Ja, ja, ich schaff das schon irgendwie. Machen wir das mal darauf, so. Und jetzt pupsen wir rum. Jetzt kann ich selber pupsen, wahaha. Jetzt brauche ich ihn nicht mehr dafür. Guck mal, jetzt kann ich das dann machen. Cool, wa? So. Auf deiner Reise wirst du in den Besitz bestimmter Gegenstände kommen, die für mich besonders interessant sind. Artefakte der Legion der Gefallenen. Wenn du Legionsartefakte findest, dann bring sie mir. Ich werde dich dafür entschädigen. Na, okay. Wie viel Geld habe ich denn? Oh, 600 Seelen, das ist noch nicht so viel. Ich kann fast gar nichts kaufen. So. Hier ein paar Angriffe für das Schwert könnte ich. Für die Sense. Oh, die Sense kann ich mir noch nicht leisten. Die Sense will ich gleich als nächstes haben. Ich nehme erstmal eine andere Waffe. Die Sense ist ganz praktisch, da kannst du nämlich viele auf einmal angreifen. So, jetzt habe ich ihn angepupst und jetzt ist er wach geworden dadurch. Sehr praktisch. Das Hornsignal meiner Art. Ganz genau. Endlich aus dem traumlosen Schlaf erwacht. Sind wir also frei? Niemand ist frei, solange der Zerstörer noch atmet. Ach ja, ich mag die Stimme von Krieg wirklich nicht wirklich. Der Zerstörer, also, ja. Ja. An seine Dienste sind wir gebunden, obwohl wir Feinde bleiben. Ja, ja, so ist das. Wir sind seine Feinde, unsere Freunde. Zum Glück trampelt er mich nicht platt. Schreite hindurch, Freund. Du musst den Sieg
bringen. Du musst die Freiheit bringen. Na, dann machen wir das mal. So. Wenn das das Tor war, kann ich es kaum erwarten, herauszufinden, was dahinter ist. Hier gibt's noch mehr Leben. Brauche ich eigentlich gar nicht, aber der Vollständigkeit halber, ne? Auch wenn ich es vielleicht später brauche nochmal und das dann bereuen werde, aber egal. So. Was gibt es denn hier? Da gibt es ein Fetti. Ein Fetti. Obwohl, die Attacke hätte ich mir kaufen sollen. Die ich vorher schon mal eingesetzt hatte, als ich noch alle meine Kräfte hatte. Das war, wenn man sprintet, dann so ein Stich, das ist voll praktisch, finde ich. Dann kannst du nämlich auf den Zusprinten einmal direkt angreifen. Geht der jetzt hoch? Ne, noch nicht gut. Aufs Maul. Oh, jetzt geht er hoch. Gut. Noch ein paar Seelen. Du stirbst auch. Meins. So, mal sehen. Ich hab's auch noch irgendwo ein paar Truhen. Ich da irgendwie rankomme. Da hinten ist schon so ein Artefakt-Ding. Okay, da komme ich auch noch nicht hin. Ah, da komme ich später dann hin, also noch nicht viel später. Oh, Alter, beim wieder rumspringt, ey. Voll die Verarsche. Aufs Maul. Oh, hey, Alter. Lass mich in Ruhe. Aufs Maul. Aufs Maul. Aufs Maul, allesamt. Oh, ich glaube, er geht hoch. Jawohl, ging ja. So, du gibst mir auch noch ein bisschen Leben. Danke. Boah, halt doch voll geleckt, ey. Was ist da los? Was ist da los, ey? Und du auch noch. Ich will gleich nochmal versuchen, darüber zu kommen, aber ich glaube, das kann ich noch nicht. So. Ja, hier zum Tauchen. So, da gibt es ja bestimmt auch noch was. Ich spiele das Spiel auch nicht ganz blind, deshalb. Ah ja, hier gibt es sowas. Ein Stück eines Lebenssteins. Also wie gesagt, das Spiel erinnert mich schon ziemlich an Zelda. Fand ich zumindest immer. Es gibt auch teilweise recht ähnliche Items. Denn hier auch, das waren jetzt quasi die Herzteile für einen Herzcontainer und so. Schon alles nicht ganz unbekannt. Das ist so ein Zelda, ein richtig schön blutig, könnte man sagen. Finde ich ganz cool. So, ich probiere jetzt nochmal darüber zu fingern. Wie gesagt, ich glaube, ich komme noch nicht hin. Noch nicht ganz. Dann brauche ich noch kurz was. Ja, da komme ich noch nicht hin. Gut. Aber nicht schlimm, das dauert nicht lang, dann kann ich da hin. Wenn ich noch dran denke. Aufs Maul. Wie viele Seelen habe ich denn jetzt schon? 816. Ich will aber 1000 haben. Gib mir 1000 Seelen. Ich will die Sense haben. So, noch mehr Leben, was ich auch gar nicht mehr gebraucht hätte eigentlich, aber okay. Ja, da oben zu der Truhe komme ich auch noch nicht hin. Hätte ich dann auch ein Bruchstück eines Zornkerns gekriegt. Und diese gelben Balken dafür meine Spezialfähigkeiten. Die ich fast nie einsetze, aber okay. So, gut. Dann gucken wir mal ein bisschen rum hier. Na, was wollt ihr denn, meine kleinen Freunde? Finish him. Und du kriegst auch aufs Maul. Keine Sorge. Für dich habe ich auch noch was übrig. So. Man kann sich cool in der Luft drehen. Der sollte vielleicht mal irgendwie Turmspringer werden oder sowas. Ist bestimmt voll drauf. Natürlich müsste ich den immer auch daneben mit runterspringen und ihn die ganze Zeit schlagen, aber. Das würde wahrscheinlich immer mit seinem Tod enden, aber ansonsten, ja, sollte er Turmspringer werden. Bis auf diese kleinen negativen Nebeneffekte. Eindeutig. Gibt halt immer Kollateralschaden. So, mal sehen, wie viele Seelen sind denn da drin?
Oh, offensichtlich genug. Waren wir 200 drin oder so? Dann gehen wir mal gleich zu Samael, wenn ich die... Ach egal, gehen wir so zu Samael. Gehen wir mal zu Samael. Da hinten wartet da noch nicht direkt. Das ist er nämlich nicht. Oder? Weißt du, was hier eingesperrt ist? Das sind Dinge, die selbst du fürchten solltest, Reiter. Okay. Einst warst du stark, aber jetzt bist du schwach und du bist allein. Der Zerstörer weiß von deiner Ankunft. Und? Und in diesem Augenblick schickt er seine Legionen gegen dich. Hm, wird doch spaßig. Dann mache ich es kurz. So. Aufs Maul. Ach ja, oh, das stimmt. Das ist mir gerade auch eingefallen. Ich könnte einfach mal ein bisschen pupsen. Dann ist er, glaube ich, immer so ein bisschen gestunt. Dann kann ich ihn richtig niedermetzeln. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Egal. So. Ich mag das voll nicht. Alter, lasst mich angreifen. Das mag ich auch nicht, ja. Dass ich meine Spezialfähigkeiten, um die einzusetzen, muss ich halt mit Caps Lock drücken. Und ich mag das partout nicht, wenn ich auf der Tastatur da so ein Lämpchen leuchten habe. Deshalb habe ich auch mal Numlock aus. Das stört mich einfach sowas von übermäßig. Finde ich deshalb so dumm, dass das da ist. Könnte ich wahrscheinlich auch einfach mal umlegen. Ah, naja. Ich finde allgemein halt die Steuerung ziemlich knifflig. Ist nicht so praktisch. Alter. Hau ab. Lasst mich alle in Ruhe. Ich pupse dich auch noch an. So, mehr Pups für dich. Alter. Ich hab gleich kein Leben mehr. Ist da das? Ich hätte mir jetzt schon die Sense kaufen sollen. Das wäre praktischer gewesen. Aber egal. Egal. Ich klopp dich um. Kaputt. Und ich mache ja auch kaputt. Na, jetzt wo ich genau alle wieder tot habe, würde ich gleich wieder neu rufen. Deshalb muss ich ihn jetzt endlich mal tot kriegen hier. Ja, fall um. Krieche im Staub vor mir. Oh, aber angreifen solltest du mich nicht. Das mag ich nicht so. Das finde ich nicht so geil. Alter. Aber was für eine Reichweite hat der denn? Ist ja richtig schlimm. Oh. Da kann er endlich mal tot sein hier. Da wäre ich ihm sehr verbunden. Ah, okay, mein Schwert ist stärker geworden. Von mir aus auch das. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Ja, ich habe nämlich aus Versehen, dachte ich mir, als ich meine Spezialfähigkeit eingesetzt habe, aus Versehen, die Lebensresistenz, die man von vornherein hatte, benutzt. Jetzt hätte ich sie gut gebrauchen können. Ja, jetzt hätte ich sie gut gebrauchen können. Oh, Alter, schon in der dritten Folge der Tod, der erste. Naja, Störung auf Tastatur und schwer und alles. So. Aber das heißt, warte mal. Ja, das Schwert hat es natürlich nicht gespeichert, aber egal, ich werde jetzt nochmal... Wenn ich jetzt schon zurückgehe, mir die Sense... Ich hole mir jetzt schon die Sense. Ich hole mir jetzt schon die Sense. Ich habe doch jetzt meine... Seelen genug, oder? Ich will jetzt sehen, wie viele Seelen ich habe, meine Güte. Ich habe über 1000. Sehr schön. Ich hole mir jetzt die verkackte Sense. Auch wenn ich dafür jetzt extra nochmal zurücklaufe.
Obwohl, ich muss dafür noch gar nicht zurücklaufen. Bei Wulgrim gibt es ja mehr als nur einen Punkt. Ich hoffe, der ist jetzt auch schon da. Ja, nochmal ein bisschen sinnlos hin und her laufen, das muss immer sein. Aber okay. Dann werde ich jetzt kurz zu Wulgrim laufen und danach werde ich dann... den Typen nochmal fertig machen. Also diesmal werde ich ihn richtig fertig machen. Sind nun weil immer... Da habe ich auch meinen schönen Lebenstrunk verschwendet, weil da extra die Meldung kam, dass ich ja... meine super Spezialfähigkeit. Okay, ich habe keinen Lebenstrank gehabt. Gut. Dann nicht, aber dass ich meine super Spezialfähigkeit einsetzen soll. Ich dachte, ich hätte auch gleich noch auf die 2 gedrückt, was oben war. Keine Ahnung. So. Finish. So, mal sehen, wie lange brauchen mein Schwertchen jetzt noch zum Aufstieg. Ich glaube, das mache ich trotzdem erstmal noch voll. Einmal, weil ich es kann. So. Finish. Bam. Den mache ich auch kaputt. So. Yeah. Umlautschen. Umlautschen, genau. Ich lautsche es um. So, hier diese Dinger da, das, die zeigen mal an, dass ein Wulgrim in der Nähe ist. Mit dem kann man dann später noch mehr Sachen machen, als nur kaufen, kaufen. Aber ja, ich habe eine neue Wulgrim-Position. So, was gibt's denn hier oben? Oh, da gibt's einen Zorn. Alter, steig ab. Ja, absteigen. Da gibt's ein Bruchstück eines Zornkerns. Na gut, so. Ich will jetzt... Oh, Waffenmeister. Hm. Na, noch nicht. Ich will die Sense haben. So, wie viel Kohle habe ich denn? 396. Oh. Da dieser Harpunangriff, der ist ganz praktisch halt. Bei der Sense kann ich mir da was leisten? Nee, oh nicht. Egal. Jetzt habe ich erstmal die Sense. Und die ist eigentlich ganz cool halt. Finde ich zumindest, die geht schon ziemlich ab.